Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu mehr Randomizer Nachtswap Challenge. Und diesmal ist es Tag. Ja, wir nehmen morgens auf. Ja. Ich stehe extra früh auf für den. Nur für mich. Damit wir aufnehmen können. War viel im Voraus. Jo. Erstmal haben wir den Arena-Leiter besiegt und den Rivalen und wollen uns jetzt eigentlich einen neuen Encounter holen. Schon im Wald. Ey, schon im Wald. Oder ist mein Encounter? Was? Schönes Ampharos. Oh, dein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon ist nicht. Oh, ein schönes. Ich mach dann dabei schon mal das Buretta-Rätsel, solange kein Encounter kommt. Was heißt Rätsel? Ah, jetzt kommt ein Encounter. Es ist! It's bruh. Kann ich damit dealen? Was denn, Drogen? Kann ich damit. Ja, genau. Kann ich damit. Geht das? Kann ich damit. Vielleicht erstmal auf eine Backup-Box? Welches ist es? Ein Kuckuckboy. Oh, ey, ist doch gar nicht schlecht. Warum setzt der Donnerwelle auf mich? Ich hab halt schon Pflanz-Pokémon, ne? Ich hab auch zwei Wasser. Ich lasse erstmal auf der Backup-Box. So, direkt mal Schlafpudern. Geil, bei ihm geht die Nose daneben und mein Schlafpuder klappt. Ist nicht leicht zu fangen, merke ich. Pokéball. Stimmt, wir hätten auch angeln können, ne? Da war ja wieder ein See. Ich geh gleich mal angeln. Wenn da irgendwie wieder ein gutes Pokémon kommt, ne? Sache nur im letzten Part mit Glurak. Oder ist das war geil. So, ich hab ein toller Pokémon. Kannst du bitte im Ball bleiben? Oder mal bald Superbälle kaufen kann. Mhm. Superbälle geht's noch auf den Tag. Go! Coco Wai! Ich finde die Alola-Form von Coco Wai gar nicht mal schlecht. Ist auch nicht so schlecht. Aber ich verstehe nicht den Typen, warum Typ Drache? Deswegen, die Dingens, die Art. Der Palme wird irgendwann, die heißt irgendwas mit Drache, glaube ich. Drachenfrucht oder was? Wieso? Irgendwie Palme hat einen speziellen Namen. Oh. Nein! Ja, die haben sich schon was dabei gedacht. Kann ich mit Nebulak Level 18 auf einen Kokowai Level 5 Schlecker riskieren? Level 18er Schlecker? Level auf ein Level was? 5er Schlecker ist jetzt nicht so stark. Bin ich mir gerade ehrlich gesagt selbst nicht sicher. Ich wüsste noch nicht, wie ich ihn schwächen sollte. Ja, ich hab Ampharos. Puh. Bei mir will Kokowai gerade nicht im Ball bleiben. Leuchte. Das ist eine helle Leuchte. Wie nenne ich den? Alles klar, ich habe Kokowai. Ich habe Kokowai. Palmfrucht. Fühlt es sich wohl, wachsen ihm Köpfe. Fällt ein Kopf zu Boden, wird daraus ein Owai. What? Was zum Fick? Wie? Fühlt es sich wohl, wachsen ihm Köpfe. Fällt ein Kopf zu Boden, wird daraus ein Owai. What the fuck? Ich bin sehr einfallsreich mit meinen Spitznamen. Wie viel ist es denn? Thunder. Oh. Wie nenne ich Kokowai? Ich nenne dich. Soll ich ihn Draco nennen?
Ja, wegen der Drachenfrucht, keine Ahnung. Ich nenne ihn. Wie nenne ich den? Was heißt Kokosnuss? Was heißt Kokosnuss auf Englisch? Keine Ahnung. Kokonut. Fragst mich was? Kokonut. Koko. Ich nenne ihn einfach Koko. Oh, ich hätte sogar einen Porenta kriegen können. Da wo gleich ein Porenta Rätsel kommt. Koko. Ah, Koko. Ich sollte mal eben, weil wir brauchen ja gleich einen VM-Opfer und wir haben ja so eh eingestellt, dass jedes Pokémon jede VM kann. Mhm. Hol ich mal eins aus der Box. Ein Schritt bevor ich durch die Tür gehen konnte. Ein Farbigel. Ich hätte ja auch noch einen Paras kriegen können. Ist ja eigentlich. Paras ist ja eigentlich legit in diesem Wald. Kriegt man ja auch ohne Randomizer. Mhm. Levelball, okay. Ich kann ja erstmal Georg nutzen als Opfer. Georg, der Schneider kann unglaublich, wa? Da kannst du bitte keine Faxen machen. Wieder Paras. Hell. Paras. Was kann eigentlich Koko bei? Will ich ihm ins Team nehmen? Ist nicht schlecht. Pflanze Psycho. Staccato, Hypnose und Konfusion. Aber lernt er noch was? Bestimmt. Musst du googeln. Google. Ich bin Google voll. Merk ich. Das ist mein Top-Schutz. Hol mir mal das Porenta. Da ist es. Was ist das verschollene Pokémon? Quark. Porenta machen kannst du. Kannst du bitte keine Faxen machen? Kannst du bitte dahin gehen, wo ich auch hingehen bin? Ich hab wieder Wundersaat gefunden. Schon wieder Paras. Ist das. Ist das. Legends? So? Ha. Warum sollte nicht? Das heißt Pech, dass die Standard-Pokémon da kommen. Und da haut er sich den Bock. Ich bin gleich auch da. Es ist schon wieder Paras. Ich paralysiere ihn gleich. Mann, Mann. Fertig. Was denn? Schon wieder Paras! Was ist denn hier mit den Parasen los? Los, The Rock, du erlernst den schönsten Schneider. Weiter. Was ist das für ein Tipp? Wem soll ich jetzt der Schneider beibringen? Auch bestimmt totlos und totes Pokémon in der Box. Und da drehen wir. Nein, ich hab's freigelassen. Ja. Ich habe es freigelassen. Ich bring's halt mal so lange Koko bei. Es gibt ja einen VM. Fahrlerner, glaube ich. Kommt doch spät. Kommt, glaube ich, erst in der Arena statt. Ich würde Koko Wai, glaube ich, so lange eh nicht ins Team nehmen. Oder tausche ich den gegen Clefensa? Hm. Uwisch. What the fuck? Was? Ich hätte. Frag mal, was ich gegen könnte. Undemon? Nein. Keine Ahnung. Eine Raikou.
Raikou, Alter. Gut, sie überhaupt den überhaupt fangen können, das mit normalen Pokebällen. Ich finde Raikou finde ich gar nicht mal so schön, ich finde den irgendwie ein bisschen hässlich. Ich habe zwei Items schon gefunden, die viel Geld geben. Nugget und Riesenperle. Aber Trainer. Ist das ein Item? Wieso kriege ich nur die Junk-Items? Ich habe jetzt gerade Pudersand gefunden. Da ist ein Shedax. Wäre eigentlich gut für dein Dings gewesen. The Rock. Nein, kein wildes. Was wäre für The Rock? Pudersand. So. Jo. LOL? LOL? LOL was? Ich hab Überreste gefunden. No. Alles klar. Wen gebe ich jetzt die Überreste? Komm, mach dich geil. Hast du dir die Kopfnuss geholt? Ja. Da habe ich erstmal Hauptspross beigebracht. Weil man eine gescheite Attacke braucht. Das kann nämlich nur Tackle. Also, und der Rest sind nur Status-Attacken, Giftpuder und sowas. Achso. So, tun wir den jetzt auch mal nach vorne. Schwede, Raikou. Alter. Ich du bist noch im Wald? Ich finde die Mähne von Raikou, die finde ich irgendwie hässlich. Das sieht nicht aus wie eine Mähne, das sieht einfach aus wie ein lila Gewulst. Irgendwas, so ein Geschwür. Wäre mir ein Gold gewesen, ja, aber. Lila? Ja, hallo Raikou, nochmal. So, Kopfnuss. Ich habe jetzt erst Kopfnuss. Ich bin ganz schön hinterher. Ich bin halt nicht so schnell wie du. So, was ist hier für ein Item? Nix? Nö, nix. What? Noch niemand ein Invincible Item? Ach ne, stimmt, die habe ich Überrisse gefunden. Vitalkraut. Okay. Was war dein Vitalkraut? Ich glaube selber nicht mehr. Belebt besiegte Pokémon wieder. Okay. Und beleben. Nein! Doch! Oh! Wer ist er denn? Schleich dich nicht an! Du hast ein Pokémon verjagt. Ach, das war ein Trainer. Ja. Okay. Den Trainer, den kann ich auch noch nicht. Ist der Kristall exklusiv? Der ist glaube ich ein Kristall dazu gekommen, ja. Das wird so richtig hart im Kampf. So, was hast du noch? Ein Vati. Ich hab die Weiterentwicklung von dir. What the fuck? Er hat einfach einen Bisa-Floor. Ratatouille erholt sich mit Überreste. Irgendwie passt das. Ja, jetzt wo du sagst. So, was hast du, du fette Solo? Nita. Boah, ich habe keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit, dann nicht zu trainieren. Wiederkommen. Nur Pokémon, die gegen seinen Typen oder wo ich gegen nichts machen kann. Mal wechseln gerade. Nicht Attacke. Tausch. Dankeschön. So, ich wage mal einen Versuch zu angeln. Danach wage ich mal. Ne, irgendwo Kopfnuss gebe ich noch keinen bei. Ich wage mal einen Versuch zu angeln. Wehe.
So Mewtwo. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist es? Ein Zartum. Diese Vorstellung noch von diesem Glurak. Wie man da noch so ein Wasser holt. Das war nie schön. Ach. Bringt es was, irgendwie meine Pokémon? Das hat man nicht gehört. Nein, gar nicht. Bringt es was, irgendwie meine Pokémon irgendwie Kopfhaus beizubringen? Ich schüttel jetzt nicht an Bäumen. Wer sind Sie? Gibt die mir nicht ein Item? Wer? Die da rechts mit dem Spento? Ja. Ja, Lockduft. Ach du Scheiße. So, endlich bin ich da. Gleich in Dukata City, das heißt, ich kann meinen Klofenser endlich einen Namen geben. Alter! Was los? Ich bin der Erste, der gegen Mewtwo kämpft. Echt jetzt? Ja. Yo! Welches Level? 9. Trottel sollten wir uns nicht unterschätzen. Mhm. Tacken, was sind das? Konfusion, Genesung, Hypnose? Oder irgendwie sowas? Weiß nicht, ich versuche jetzt mal einzuschlafen. Aussetzer. Ist auch geil. Normalattacken sind auf Geist-Pokémon bringt nichts, aber Geistattacken auf Normal-Pokémon bringt auch nichts. Okay, der kann Konfusion. Synthese? Keine Genesung? Nein, mein Kopfschwass kann Synthese. Achso. Photosynthese, Photosynthese. Kommst du mit in den Park? Komm schon. Und das Hauptspross besiegt YouTube. Hauptspross besiegt der Mewtwo, ist auch geil. Oh, und jetzt kommt's auch noch mit einem Rizeros. Yo. Alter, was ist das? Echt fett. Puh. Sind hier Kämpfe? Da gibt's vor allem einen neuen Encounter. Sagst du was? Aber ich gucke. Ich hoffe, ich bin noch nicht ins. Ich bin ins Gras gelaufen, aber ich habe noch keine Account. Ich will erstmal in der Stadt Superbälle holen. Ich hoffe, es gibt da Superbälle. Oh, Dundee entwickelt sich. Wer? Dundee. Auf Spross. Ah. Zu Papunga. Nee, Hubbelhoof. Erst. Oh, mein Stecker macht einfach null Damage. Mein Supermarkt macht einfach keinen Schaden. Oh, bitte komm, kein Encounter. Jetzt nicht mehr durchs Gras gehen. Ich hab hier noch einen Chigi gehabt. Hat den Trainer. Und da kommt einer so mit Papunga. Radfratz. Wow, ein Papunga mit Platscher. Nicht schlecht. Teenager Guido. Guido kannst. Oh, mein Knopfenser entwickelt sich auf Level 21.
Ja, doch schon 21. Ich hatte irgendwie 24 in Erinnerung. Ein Knofenser. Gute zu Ultrigaria. Das ist ultra cool. Oh, da ist ein Wanderer. Oh, ich war gerade bei Meckes und hab mir meinen Wanst vollgehauen. Und jetzt will ich tanzen, damit ich Fett abnehme. Okay, alles klar. Okay. Wow, klar. Mit dem Visor. Nicht schlecht, das Pokémon. Aber die Weiterentwicklung Vizinho ist eigentlich ganz cool. Jetzt wäre ja eh noch nicht kämpfen. Nein. Mit E kämpfen? Gut, ich bin in der Stadt. Heilen und dann eben zum Supermarkt. Als ob das wie so eine Bäre hat. Oh. Ich tue jetzt erstmal meinen Geohawk ablegen, dann brauche ich ja eh nicht mehr. Was soll Wieso eigentlich sein? Ein Flughörnchen? Wiese. Deswegen auch dein Name. Ich finde sie mir auch so ein Flughörnchen. Wir, die haben jetzt hier auch noch keine Superbälle, ne? Ich schwör. Langsam muss ich euch geben. Okay, was hat die Picknickerin für mich? Ja, sie haben Superbälle. Sie hat eine Traunfugil. Riesenperle, okay. Tschüss. Nugget, tschüss. Das arme Nugget. Ja, brauche ich nicht. So, dann haben wir ein paar Superbälle. Gut, dann gucken wir mal nach unserem Encounter. Was in der sehr schöne Runde. Bei mir hat die Gudrun, die Picknickerin, die hat einen Rizaurus. Ja? Die Picknickerin. Achso. Picknickerin, die war auch diejenige, die er bei mir hatte. Die war auch mit dem Mewtwo. Uha. Und wir haben ein. Was ist das? Akani. What? Ja. Bei mir hat sie als drittes Gifloor, kein Mewtwo. Piu. Nein! Hast du gekillt? Der hat Brüller eingesetzt. Ach, Brüller! Ja, RIP. Mann. Stimmt ja, der kann der Brüller. Schön Arcani. Das war Zeiten, wo Brüller einfach noch nichts gemacht hat. Oder war er hat das immer was gemacht. Hat immer den Pokémon weggescheut. Auch in der ersten Gen? Aha. Okay. Hä? Ist der Trainer auch Crystal Exclusive? Welcher? Vor der Pension? Ne, der hat sich nur ein bisschen der Platz hat irgendwie gewechselt, der stand eigentlich weiter rechts. Okay. Stand nämlich eigentlich unter den Zaun zur Pension. Und nicht links daneben. Okay. Sollte jetzt überleben. Und schöner Karl. Okay, mehr als Loot hätte er eh nicht machen, erlernen können. Ja gut. Da hätte ich irgendwie gute Terms kriegen müssen für ihn. Alles klar, der hat Pokémon 2. Peace. Dead Moves. Dieser Body Shake von Pokémon 2.
So. Noch irgendwie ein Trainer? Der Polizist soll nicht helfen? Da ist so ein Trainer. Ich häng ganz schön nach. La 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 la. Belastet. Ja, so slow. Er hat einfach Knockdown. Kannst du auch Level 14 schon irgendwie Donnerschlag oder Feuerschlag oder irgendwas oder Icy? Kann er auch Level 14? Nee, warte mal, der hätte bei dir auch. Da war auch gerade einer, der den Knockdown hat bei mir. Ja. Naja, nee, aber der, also bei mir hat er gerade, der den Knockdown hat, einen Kometenhieb eingesetzt. Okay, der hat gerade, Mobilität eingesetzt. Ja. Alter! Ja. Alter, der hat Agilität eingesetzt, der war auf Init plus 2 und ich outspeed trotzdem mit Radfratz. What? Radfratz? Ach, Radikal. Guck mal, was hätte ich hier angeln können? Ein Schlurp. Ne. Tschüss. Ducatia City Pokémon Center. Aber ich kann mal ein Ducatia City angeln. In Ducatia City selbst glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Oh, ist da irgendwie ein Zaun vor? Ja, da sind Zäune vor. Koko war ich erstmal ablegen. Oder brauche ich den Zerscheiner noch? Ganz recht den Kraufenzer, bitte Ultrigaria umbenennen, ne? Mhm. Brauche ich den Zerscheiner noch? Nee. Oh. Ja, ich hab das erstmal abgelegt, der Pokémon, das er erlernt hat. Name wäre da. Wo bist du? Ganz oben. Hier. Ja. So. Ich hab einen Vater. Überlegen, soll ich jetzt gleich in der nächsten Route angeln oder ins Gras gehen? Wissen. Ja, mal. Und los. Planter. Planter. Und? Bruh. Rasse. Dito. So cool. Hast du alle Attacken? Ich angle nicht mehr. Bin nur Hund. Jetzt hab ich auch ein Fahrrad. Im Trainer. Fahrrad. Wahl. Danke. Für die Wahl. Yo, kommt die erstmal mit den Intern. Mach. Welchen Stopp ja, gibt's die Bälle? Direkt, also einen hoch musst du. Dann die zweite Frau ansprechen. Und Alter, pack dein Handy weg oder mach doch Stopp. Vibration, sie. Hat niemand gehört. Nein. Das ist alles Illusion. Ja. Ja. Mal nachher mit meinem Counter. Ach, noch da, wo die Pension ist. Jo. Wieso, wo bist du denn schon? Ich bin schon eine Route rübergegangen. Ich kenne gerade die Trainer noch. Wo? What the fuck, was ist das? Ein Fluffelluff. Ernsthaft? Ich fluffel dich.
Ernsthaft, einem Fluffeluff? Ich sag doch nicht so. Okay. Das ist ein Opfer-Pokémon. Kannst du ihn bitte einschläfern? Warte mal. Loser, keine Wirkung, Fluffeluff? Hä? Hat dem Dose keine Wirkung auf Fluffeluff? Naja, das ist immer, wenn der. Alter! Erst Entei, jetzt kommt ein fucking Raikou! Hat der nächste Trainer Suicune? So, Superball. Ey, ich fäll da mal aus. Natürlich. Warum sind die eigentlich noch Verfolgung ein? Fluffeluff gefangen. Nehme ich mit den 7. Ja, gut. Fluffeluff, Ballon. Anstatt mit seinen kurzen Beinen zu laufen, hüpft es mit seinem weichen und kuscheligen Körper. Okay. Ah, alles klar. Ich hab schon wieder vergessen, ihm Spitznamen zu geben. Mensch. So, wenn die jetzt mit einem Suicune ankommt, ne? Wo ist Teddy Rosa? Kommt bestimmt noch an der Route ein Suicune. Wie nenne ich Fluffeluff, ein männliches? Balloon. Ja, warte. Ja, Ballon, einfach. Ballon. Und aber auf die Box. Das ist ein P. Nur der letzte Fähige ging daneben. Bist du? Die Route über Ducati sind die. Macht gerade die Trainer da. Schon? Oh, Gesang. Ja, ein bisschen trainieren. So, aber sollen wir langsam mal den Part beenden? Ja, darf ich eben die Katze in der machen hier. Nein, du musst im Kampf abbrechen. Ja, kann ich auch. Hältst du mich nicht? Ich komm gar nicht hinterher und will jetzt noch erst den Part beenden. Ich meine ja nur. Na komm schon, Kokuna. Hör auf. Botogiro. Oh, was ich noch angeangelt hätte können werden tun. Was? Was? Geangelt werden tut. Angel. Was hätte ich kriegen können? Jetzt bin ich gespannt. Was hätte ich hier noch kriegen können? Nix. Ne, hast recht. Was ist denn? Kapuzzi. Das nochmal. Ja. Ja. Ich hab ja den Akkord auf der Route sowieso schon. Ich geh runter. Pokécenter. Kommt denn was anderes außer Kapuzzi? Ein Rosanna, okay. Dead moves. Shake your booty. So, ich bin fertig, können wir beenden. Stehst du. Stehst du vom Pokécenter? Ja. Gut, ich auch. So. Ich hoffe, euch hat der Mist gefallen. Wieso denn immer Mist? YOLO. Alles klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.